Yo, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir müssen wieder auf diese Feste Tornastadia. Aber die ist uns ja freundlich gesinnt jetzt. Was? Wo hab ich denn jetzt die Dings da bums her? Die 5 Opal? Hä? Seltsam. Und was ist das? Add-ons? Oh nein, warum gibt's hier einen Fehler? Ich möchte keine Pakete kaufen. Ich habe doch. Ich stand doch gerade was von Add-ons. Naja. Die Ubisoft-Server mal wieder. Wobei, die sind mir gar nicht freundschaftlich gesinnt. Und ich sehe gerade. Oho. Ich musste drumherum. Ja, komm. Wir gehen dem Ganzen mal aus dem Weg. Da oben kann ich heraus. Da war ja auch noch was offen. Ach so, ich war ja im letzten Part schon an der Stelle gewesen, aber ich habe noch ein bisschen East Angler hier hinten abgegrieft. Und zwar diesen Bereich. Ne, hier ist East Angler. Diesen Bereich habe ich gemacht, ein bisschen hier oben. Die muss ich auf, unbedingt mal machen. Diese Rädernaufträge hätte ich gerne auch fertig. Und man muss sie halt, glaube ich, auch in einer gewissen Zeit schaffen, weil momentan habe ich wieder nur 4. Und ich meine, ich hätte das schon mehr gehabt. Ja. So, die standen noch an dem Stein da hinten. Wo bleibt das Pferd? Ja, kein Bock. Aber da sind wir ja schon. So, über. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legrakester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legrakester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legrakester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Boah, muss ich mich entscheiden? Fertigkeiten habe ich ja auch. Ich habe übrigens hier ein paar Stämme weiter freigeschalten. Und zwar einmal hier oben. Boah, geht das nicht schneller? Dann hier oben und ganz unten. Ja. Achso, ich hatte ja auch noch einen Punkt. Den haue ich gleich raus. Wo habe ich zuletzt gesetzt? Mal kurz überlegen. Das war... in dieser Richtung. Es gibt direkt einen neuen Strang, aber ich muss eigentlich da hoch. Ach, hier muss ich lang. Verdammt. Egal, Weg des Raben. Hauen wir drauf. Ich hoffe wirklich, ich kann alles freischalten. Ich muss bei beiden hingehen. Aber Legrakester kennen wir schon, ne? Das ist hier. Da habe ich auch schon alles abgelootet. Und Tempelburg sagt mir gar nichts.
Ah, hier oben. Genau an der Grenze. Das ist eh ein krasses Kloster. Und ich glaube, das hier war's. Das ist voll riesig. Aber wir nehmen jetzt das hier, weil es in der Nähe ist. Verfolgen. So. Komm, wir machen auch direkt Schnellreise. Ist doch Quatsch, jetzt dahin zu laufen. Es gab nochmal 2 Punkte. Hä? Hängt das gerade irgendwie nach? Ich glaube, die Server spinnen wieder mal. Boah. Das war knapp. Achso, untertauchen. Ah ja, dieses Dorf ist das. Hier waren wir auch. Was soll ich Iva suchen? Kann er nicht einfach sagen, wo er sich versteckt? Ich bin ja schön auf dem Präsentierteller. Ah ja. Sühnen, sühnen, sühnen. Ach, da oben. Da huckt er. Aber ganz ehrlich, mit den Punkten war ja komisch. Wahrscheinlich waren auch die 5 Opal von irgendwo anders. Gerade rechtzeitig. Na, Iva. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggrät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgret hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Ja. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Ich war schon drin. Warum macht er denn da? Oh. So, den hätten wir erstmal. Dann habe ich hier meine Ruhe. Hey, Hund! So, da hat irgendeiner einen Schlüssel. Oh nein, die Kirche läutet.
Ach, verdammt. Hallo, geh doch da runter. Wenn ich den einen runterziehe, ne? Das muss das Bad. Oder der andere ist weg. Sein. Irgendwie muss ich da rein. So geht's. Ach, verdammt. Versteck mich einfach. Hallo, du siehst mich nicht. Oh, da kommt noch einer. Da guckst du, ne, um die Ecke. So, den benutzen wir doch mal. Ich glaube, von unten komme ich nicht rein. Oha. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist doch Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrieds Anweisung. Leofrieds Anweisung? Pah, der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Bogrets Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. So, da sieht er mich aber. Ah, die war. Ach, jetzt sieht er mich dann von oben. Hä? Wie ist denn der Typ jetzt hier reingekommen? Lull? Hehe? Seltsam. War das denn jetzt der Schlüssel? Mal kurz gucken. So, das Badehaus. Da drüben leuchtet was. Überblicke das Land, Freundin. Okay, da muss ich nochmal da rein. Oh, jetzt muss ich auch noch anonym sein. Anonymous! Kommen die auch noch da hoch? Warte mal, kann ich hier irgendwo. Nein, ich komme nicht raus. Doch da. Gilbert. Jetzt geht es. Den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Bograt. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Bograt selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Bograts Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Bograt sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Iva. Los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Ja.
Habe ich den Schlüssel bekommen? Ey, das leckt doch heute so hardcore. Sie sind überall. An meiner Seite. Was? Was soll ich tun? Kämpfe, los, kämpfe! Aua! Oh, das bringt's ja auch, ne? Was ist denn hier los? Die Server laggen die Sau gerade bei Assassin's Creed. Wo soll ich eigentlich hin? Sagst du das mal? Soldaten alle töten. Bist du verletzt? Oh. Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Eva? Giobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Eva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ettelschwied ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Ja, tschüssi, winke, winke.